Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamer. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute ist das Spiel Yakaitama. Keine Ahnung, was das ist. Also ich muss das erstmal installieren. Also ich sag mal bis gleich. So, ich hab's runtergeladen. Und jetzt mal schauen, wie das Spiel wird. Es dauert noch mal ein bisschen länger. Aber nur ein bisschen. Aber Facebook. Ach, das ist bestimmt so ein Spiel, wo man wieder, wo die Person alleine läuft. Ich glaube, ich spiele den Jungen. Sieht irgendwie cool aus mit den zwei Flügeln. Einer schwarz, einer weiß. Nett. Ja, dann geht's mal los und ja. Also das wird wieder so ein schönes Spiel sein, wo da so viele rote Punkte sind und ich dann halt immer drücken muss, um zu verbessern. Oder heißt es bei denen nur das hier? Nee. Okay, bei denen ist es noch ein bisschen anders. Du sagst, er soll da hingehen und kämpfen, aber er springt dann nicht automatisch weiter. Du musst halt immer aufpassen, ist die Quest jetzt fertig? Und jetzt muss ich da drauf drücken, hat sich geändert. Und fertig. Und fertig. Das ist Wasser. Ich dachte gerade, das wäre hier Wolken und sowas.
Ja, aber. Ja, Slava Buggy. Halleluja. Zehn Stück von denen. Jetzt die nächsten fünf. Und schon fertig. Wie viel sind das jetzt? Sieben? Ich weiß es nicht. Ah, nur ein Teil einsammeln war das. Gleich habe ich Level ab. Ich glaube, das Gelbe ist hier mein EP-Balken, Erfahrungsbalken. Hoffe ich mal. Ich bin schon Level 24. Alter Verfalter. Schon wieder fertig. So. Wieder ein Boss oder? Ah, eine andere Welt ist das jetzt. Jetzt habe ich eine Katze. Ach, das ist mein Reittier. Ist ja witzig. Und dann steht bei Friends so ein roter Punkt. Fertig. Achtzehn Stück.
15 Kinder? Ich muss Kinder töten. Ach, sind schon alle fertig. Also CP ist hier der Erfahrungsbalken. Ich hab's geschafft. Machen wir noch den Boss hier. Und das war's. Quest abgehen. Schauen wir mal, ob kurz, ob hier irgendwie rote Punkte sind. Also bei den Spielen ist es ein bisschen anders. Melde mich mal hier ab. Also bei den Spielen ist es ein bisschen anders. Da musst du immer bestätigen, wenn die Quest fertig ist. Sonst bleibt er die ganze Zeit stehen und wartet auf weitere Befehle. Das eine Spiel, was ich hatte, da brauchte das Spiel nur laufen lassen und der hat alles selber gemacht. Aber der ist ein bisschen anders. So, ich habe mir gerade mein Ticket geholt und dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder da seid. Also bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.